Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch einen Make-up-Look, den man ganz gut für den Abend schminken kann oder für die ganzen Feiertage. Und ich hoffe, der Look gefällt euch und wir fangen jetzt einfach an. Das Gesicht habe ich mir bereits eingecremt mit dem E+M Fluid und dann verwende ich einen Primer, der ist speziell für Mineral-Make-up, damit das Ganze ein bisschen länger hält. Und der ist von Alverde und hat einen super schönen, glowigen, goldigen Glanz. Als nächstes mische ich die Bare Minerals Foundation mit der Mineral Foundation von Everyday Minerals mit der Matte Base. Und die von Bare Minerals macht so einen wunderschönen leichten Glow und ist sehr schön gelbstichig. Und die von Everyday Minerals kaschiert Rötung ganz gut und ist sehr mattierend und macht das Ganze noch um einiges länger haltbar. Als nächstes kommt der Bronzer ins Spiel und der ist ebenfalls von Bare Minerals, hat auch so einen leichten Glow, sieht aber im normalen Licht eigentlich auch matt aus. Aber den finde ich ganz schön, der wärmt so ein bisschen das Gesicht auf. Da meine Pickel noch nicht so abgedeckt sind, greife ich nochmal zu der Everyday Minerals Matte Base. Und die hat so einen leichten Grünstich, also die Nuance, die ich mir gekauft habe, ist so leicht grünstichig. Und damit lassen sich Pickel wunderbar kaschieren. Für die Augenschatten verwende ich den Concealer von Logona. Und ich finde, der hält bei mir ganz gut und er kaschiert auch. Er ist aber nicht jetzt so stark deckend, das ist ja ein leichter Concealer. Und darüber gebe ich nochmal den Concealer von Annemarie Berland. Der ist nämlich so ein bisschen glowiger, ist auch etwas dunkler und noch gelbstichiger. Und den trage ich dann im Augeninnenwinkel auf. Um das Ganze zu fixieren, verwende ich dann das Bare Minerals Whale Puder. Ich finde, das hat so ein samtiges Finish, ist nicht zu kalkig und damit lässt sich das wunderbar fixieren. Aber auch die T-Zone trage ich ganz gerne damit auf, weil es auch sehr matt hält. Mit dem Terra Naturi Puder fülle ich dann so ein bisschen meine Augenbrauen auf. Meine Augenbrauenroutine verlinke ich euch aber nochmal in der Infobox. Dann kommt mein neues Schätzchen ins Spiel und das ist der Enika Highlighter. Das ist ein rosaner Highlighter mit Golden Glitzer Partikel und er ist flüssig, ist frei von irgendwelchen schädlichen Inhaltsstoffen. Er lässt sich super einarbeiten und er hält auch den ganzen Tag. Und ich finde, das ist ein wirklich schöner, subtiler Glow für den Alltag. Als nächstes schwärze ich meinen unteren Wimpernkranz mit dem Logona Kajal und das Ganze mache ich dann auch noch am oberen Wimpernkranz und das wird dann ordentlich verblendet mit dem Smoky Shader von Soeva. Als nächstes verwende ich wieder einmal einen Highlighter, diesmal einen dunklen von Rival The Loop und den trage ich großzügig an meinem beweglichen Augenlid auf, denn ich finde gerade diese Farben, dieses braune, dieses gelb, goldene und dieses violette betont blaue Augen sehr gut und auch grüne Augen, deswegen eignet er sich super als Lidschatten. Da das aber kein Lidschatten ist, müsst ihr auf jeden Fall vorher eine gute Base auftragen, damit das Ganze auch gut hält. Den Highlighter trage ich auch am unteren Wimpernkranz auf. Als nächstes trage ich einen dunkelbraunen Ton auf, der ist aus der Catrice Palette und ich finde, Catrice hat wirklich wunderbare Lidschatten, die lange auf dem Augenlid halten. Und diesen dunkelbraunen Lidschatten trage ich dann am unteren Wimpernkranz auf und am oberen Wimpernkranz, um den Kajal zu fixieren und um dem Auge mehr Tiefe zu verleihen, trage ich ihn auch in der Lidfalte auf. Um meine blauen Augen noch mehr zum Strahlen zu bringen, verwende ich einen dunkelvioletten Ton. Das ist ein Lidschatten aus der Bare Minerals Reihe und den trage ich ebenfalls an meinem unteren Wimpernkranz auf und in der Lidfalte, so im Außenbereich. Anschließend verblende ich das Ganze mit einem Pinsel.
Im Anschluss trage ich den Kajal von Logona noch auf meiner Wasserlinie auf und an meinem oberen Wimpernkranz, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu schwärzen. Jetzt sind die Wimpern an der Reihe, da verwende ich eine Wimpernzange und im Anschluss die Maybelline Lash Sensation Mascara. Die hält wirklich wunderbar den Schwung, obwohl das keine wasserfeste Mascara ist und deswegen verwende ich die super gerne, wenn ich rausgehe. Und dann gehe ich nochmal mit der Isle of Extreme Mascara von Essence drüber. Die schwärzt das Ganze noch mehr und verleiht dem Ganzen noch mehr Dichte und die beiden Mascaras zusammen sind meine Favoriten. Und jetzt kommt mein liebster Lippenstift zum Einsatz aus der Naturkosmetik und das ist der Targa Rot Lippenstift von und Gretel in der Farbe Wood. Und das ist wirklich so ein dunkles, bäriges Braunrot, würde ich das bezeichnen. In der Kamera sieht er etwas mehr rötlicher aus und den trage ich mit dem Pinsel auf. Ich verwende dazu keinen Lip Liner, weil ohne hält er umso besser und länger. Und ich tupfe das zwischendurch mit einem Tuch ab, um den Überschuss abzutragen und wiederhole den Vorgang. Das war's dann auch schon von meinem Video und ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich wünsche euch noch wunderschöne Feiertage und bis demnächst. Ciao!